Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Teil von Nier Automata mit von Löher Gameplays als Hobby. Und ja, wer den letzten Teil gesehen hat, hat eigentlich gesehen, dass wir uns die Luft gesprengt haben und jetzt irgendwie wiedergeboren im neuen Körper. Zumindest war unten rechts da so von Steam irgendwie eine Errungenschaft. Jetzt sind wir irgendwie im Weltall. Allerdings ist alles relativ schwarz-weiß. Jetzt ist natürlich die Frage... Tobi, das ist mein Haus, nehme ich mal an. Okay. Gibt's für Roboter ein Jenseits? Sachsen war成功でしたね。適応型兵器は破壊され 敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の。ナインエス。はい。ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分。 あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。 Die Spiel nutzt Online-Funktionen für sein Nachrichtensystem mit dem Internet verbinden. Dies kann stets im Systemmenü geändert werden. Nachrichten brauchen wir eigentlich nicht. Drücken wir mal Nein. Was war das denn jetzt hier eigentlich alles? Aktuellen Fortschritt speichern? Ja. Also wir sind hier irgendwie in einem Bunker. Oder zumindest wurde unser Wissen und sowas in so einen Bunker hochgeladen. Deswegen ist es wohl schwarz-weiß. Das ist wohl sowas wie das Jenseits für Roboter. So würde ich das jetzt mal reininterpretieren. 人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星起動上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反抗作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。 この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たち、ヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。は、承知しております。検討を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。 Okay. Kommt da noch was? Sag mal, will mich das Spiel verarschen? Kann man sowas nicht vorher schon alles irgendwie sagen, wie das funktioniert? Im Pfeil soll ich drücken.
So, nur das Rechte darf zu sehen sein. Ja, das ist jetzt so niedrig, so Stück wenig zu sehen, dass ich glaube, das können wir so lassen, oder? Lassen wir das mal so. あの、恥ずかしいので早くしてもらえますか?トゥビーさん、聞こえますか?もしもーし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願いします。これで問題ありませんか? これで設定は完了です。俺、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので、トゥービーさんが設定してくださいね。 Starkregen, ich muss gerade mal kurz. Ein Moment. Generell scheint es ziemlich dunkel geworden zu sein. So, weiter geht's. Was ist das denn jetzt? Wie die Selbstbestimmungsfunktion? Ja, okay.Okay,です。いざという時は、身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったら、この画面を終了してください。 Hä? Warum sollte ich mich selbst zerstören? おはようございます。司令官からの命令で、トゥービーさんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。 心配はいりませんよ。僕たち9Sモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。9S。え、何でしょう?継承はいらない。え?私の名前に3はつけなくていい。あ、はい。わかりました。あ、そうだ。 司令官が呼んでたから、一緒に行きましょう。トゥービーさん。あ、いや、トゥービー。 Was ist das? Geldmittel. Kaufen, verkaufen Gegenstände aus deinem Gepäck. Gegenstände kaufen. Was kann man denn kaufen?
Ach ja. Oh, jetzt habe ich zwei Stück davon, oder was? Hä? Muss ich das verstehen? Zeigt eine Soundanalyse als Grafik. Achso, Erfahrungspunkte. Angeln? Da soll mal einer durchblicken. Was kann ich denn verkaufen? Toll, jetzt sind sie beide weg oder was? Ai, ai, ai. Ich warte nur eins. Jetzt haben wir da schon wieder zwei stehen. Ich verstehe das nicht. Okay, lass mal das erstmal sein. Ich mache mich erstmal nochmal an und irgendwie verstehe ich das Spiel nicht so ganz. Du hast eine E-Mail? Data zu sehen, ist Access Point in der Nähe des Access Points. Wir müssen die Distanzmappe kontrollieren und regelmäßig sehen. Wer bist du? Die sieht mir fast ähnlich. Quatschen Sie einfach mit der hier, Kommandantin. Ah, 2B, ka. Maintenance war終わった no ka? Hai. Black Box no Bosou による Tech-Senmetsu. Amari mucha o suru na yo. Hai. Maintenance ake de warui ga, Nimmu ga aru. Chijou ni iru Resistance tachi to gouryu shi, Jouhou shushu o shite kure. Ore? Resistance to no renraku yaku ni wa, Betsu no Yoruha butain ga assign sarete itan ja. Sennin no tantousha to wa renraku ga torete inai. その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。Die Dinger schon wieder. Demo, どうして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。
が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。Raketensperrfeuer D1. Weißt du, wie weit weg D1 ist? Aha. Ich sehe schon, ich sterbe schon wieder. Banka より 2B3 へ飛行ユニットの降下地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。So, kann ich jetzt hier irgendwo Aufgaben? Oh, was ein langweiliges Design. So, kann man die Dinger kaputt machen? Die sehen so aus. Nee, kann man nicht. Was haben wir hier? Kein Zugriff drauf. Ruinenstadt. Zielposition erhalten auf der Karte. Minikarte. Die Minikarte in der rechten unteren Bildschirmecke zeigt dir das Gelände rund um deinen aktuellen Aufenthaltsort an. Das Symbol zeigt dir dein Ziel, also richte dich danach, falls du dich verläufst. Ganz ehrlich, ich habe mir die Grafik besser vorgestellt. Auf jeden Fall nicht so gelangweilt. Mal gucken, wo es hier hingeht. Okay. Nicht jugendfrei das Spiel. Auch wenn es nur Roboter sind. Oh, man sieht mich gar nicht. Es tut mir leid, wir sind schon bei 20 Minuten. Ich wusste jetzt nicht, dass jetzt erst die ganzen Erklärungen kommen und sowas und somit das Spiel eher langweilig gerade wirkt. Ja, aber es gibt sich ja dann auch wieder. Ich hoffe nur, ich blicke irgendwann mal durch. Das Spiel ist sehr verwirrend von den ganzen Menüs und sowas. Keine Ahnung. Ich blicke hoffentlich irgendwann noch durch. Ja, das Spiel an sich
Ist ganz interessant, auf jeden Fall. Der Anfang war ja heftig, auf jeden Fall, aber das ist ja zwei, drei Teile weiter vor. Ja, das Level-Design sieht jetzt gerade etwas langweilig aus, nicht so detailreich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dafür leckt das Spiel aber ganz schön heftig. Schauen wir mal, ob sich das noch bessert und ändert, weil eigentlich habe ich schönere Bilder gesehen, bevor ich mir das Spiel gekauft habe. Und deswegen, das war eigentlich auch eins der Gründe dafür. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall spiele ich es natürlich zu Ende. Klar, natürlich, ihr wolltet es ja, beziehungsweise auf Facebook zwei Leute. Und ja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Wenn es euch trotzdem gefällt, Daumen nach oben. Ihr dürft auch ein Abo da lassen, dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ja, viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und generell auf YouTube und auf Wiedersehen. Tschüss.